Also das ist ein spezielles Video für euch da draußen. Falls ihr mit uns, mit mir arbeiten möchtet, wir suchen neue Mitarbeiter. Auf euch wartet eine sehr, sehr wilde Zeit, ne? Davon könnt ihr ausgehen. Wir suchen nämlich aktuell verschiedene Mitarbeiter. Zum einen haben wir, meine Schwester hat mir das hier aufgeschrieben, von daher lese ich mal vor, wir suchen in der Buchhaltung, also einen ausgebildeten Buchhalter, der das Team unterstützt, kann Teilzeit, Vollzeit sein. Dann brauchen wir noch einen Redakteur, der im Social-Media-Bereich Content erstellen kann, aber also entweder, ich habe ja früher auch Medienkommunikation und Journalismus studiert, es kann auch jetzt jemand sein, der keine Erfahrung hat im klassischen Nachrichtenbereich, aber dennoch kreativ ist und gerade die Schriftform und sowas und sehr strukturiert ist. Wer bist du das, den wir da suchen? Noch ein Specialist mit Photoshop-Kenntnissen, achso, das war für das andere, ja. Englisch in Wort- und Schriftvoraussetzung, hat sie mir gesagt. Und die Bewerbungen bitte an ng@markgebauer.com, Videos in erwünscht. Ich weiß nicht, was ihr mit Videos meint, aber eine normale Bewerbung wird dafür auch reichen. Also falls ihr in der Buchhaltung arbeitet oder im Redakteurbereich, dann ist das jetzt eure Zeit, um hier an Bord zu kommen, ne? Was soll ich sagen? Was gibt's denn für ein Firmenauto? Ey, Mann, oh Mann. Straßenköte blond, dreckblond. Erzähl mir erstmal ein bisschen von die drei, vier Sätze. Jo, ich bin neu hier in der Stadt. Wunderbar. So schnell geht das bei Tay und dem So, haben wir eigentlich ein Auto auf. Wunderbar. Tanzverbot, einfach neuer Kollege. Ich warte meine Baller, meine Baller, denn auf alle meine Deine Baller, Sucker, bringe deine Mama vor der Kamera, der kann der Dicker, Mann mit der Kanne, Mama spät, das ist cool, wie der Bus. So, was haben wir hier? Das Beste aus Italien. Ich hab Angst. Nur zur Info. Nur zur Info. Ich komm dann jetzt mal den toten Menschen anschauen, okay? Bitte erschrecken Sie mich nicht. Bitte erschrecken Sie zum Beispiel solche Games, ne? Sowas seid ihr bei mir absolut falsch. Horrorfilme, Horrorspiele ist gar nichts für mich. Also ich sag euch gar nicht, wie sehr raus ich da bin. Ich bin da so sehr raus, ich war niemals drin. Also diese Art von Spiele, das ist überhaupt nicht meins. Ich stehe da nicht drauf, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und bei Filmen noch weniger. Das Einzige, wenn ich zum Beispiel so ein Spiel machen würde, ich würde einfach nicht auf den Bildschirm gucken. Ich würde einfach nicht auf den Bildschirm gucken. Und ich würde den Sound wegmachen. Also da bin ich komplett raus. Nämlich. Nee, Mann. Nee. Genau so würde ich auch gucken. Digga, jetzt haben wir gerade wirklich Kinder geklingelt oder was? Gibt's gar nichts, Digga. Agatha! Wo ist der Hund? Agatha! Darf ich vorstellen, Agatha? Hallo! Das ist Theo von Sohn. Hallo, Agatha! Ich bin Theo! 44 Jahre alt. Nicht. Ich habe ein Kind. Dieser schöne Mann? Wünsche mir aber noch ein drei Kind? Weitere. Schreib dir ein WhatsApp. Ja, mach das. Klappt's oder bist du ein bisschen langsam mit Schreiben? Lies das bitte nachher, wenn ich weg bin. Das ist nur für dich gedacht. Okay, mache ich. Ja, alles gut. Boah, jedes Mal, wenn dieser Sound kommt, habe ich Angst, ne? Jedes Mal, wenn der Sound kommt, habe ich Angst. Du musst für den Postboten Schnee schippen, dass er da hin kann. Und du musst den Bürgersteig immer wieder befreien. Bürgersteig? Digga, allein. Nach Antoine Sch. Mein Name ist Antoine Bortz. Spielt jetzt auch Farid Bang GTA RP. Wie gesagt, ich bin einer von den wenigen, die wo es geschafft haben, Officer zu werden innerhalb einer Woche. Und einiger der wenigen? Jeder zweite Fiot hier in Los Santos ist Polizist. Ich würde Sie bitten, mit mir respektvoll zu reden. Ich bin nämlich das Gesetz. Sie? Das Problem ist, hier unten ist es viel, viel dunkler als da oben. Du kannst doch den Regler verschieben. Einfach Gespenst. Alter. Ich find's schlechter so, muss ich sagen. Nee, so nicht. Ich find's auch ein bisschen unheimlich. Nee, so möchte ich das nicht. Ich liebe TikTok! Tessa, so ein Zufall. Ja. Ich habe ein super Auto hier stehen. Ja, du kannst mein Auto nehmen, weil irgendwie glaube ich dir das nicht. Nein, ich habe hier... Welches Auto gefällt dir hier am besten am Parkplatz? Das weißt du. Und das ist zufällig auch meins, Tessa. Heute ist dein Glückstag. Ja, perfekt. Komm, dann lass uns fahren. Hast du die Schlüssel? Oh ja, das noch von mir neid. Jetzt habe ich den Schlüssel vergessen zu Hause. Alles klar, ich öffne für dich. Wunderbar. Oh, das ist nicht gut gelaufen für mich, ja? Ich kann den ja jetzt nicht nochmal entscheiden. Oh Mann. Oh, er geht surrendern. Oh mein Gott, das gibt's nicht, oder? Geh du Eigentor schießen jetzt. Ja!
wie dumm bist du? Oh mein Gott, du kannst nicht mal Eigentum. Wie kann man so scheiße sein? Wieso schießt er denn so hoch? Kuss an alle Leute da draußen, auch an die Community von Mickey, von Abo. Ich gehe jetzt Zigaretten holen und dann sehen wir uns gleich. Wir sehen uns so, Digga. Diesen hier. Ey, wieso küsst du nicht meine Community? Halt die Sch***, doch, Digga. Ey, Batzi, ich hab doch deine Community schon geküsst. Weil hast du nicht, Digga? Ich hab meine geküsst. Du hast keine Community, das ist meine, Digga. Was für Wörter benutzt werden, das ist ja very explicit. Taking my dick in my pants. Kannst passiert da was? Ich kann nichts kontrollieren. Nee, kannst du was? So, können wir noch fahren? Nein, wir können nicht noch fahren. Bist du bescheuert? Wieso? In welchem Universum können wir noch fahren? Die Uhr von Monte, das ist der ewige Kalender. Ja, ja. Ein AP ewiger Kalender. Sehr, sehr selten Uhr. Und Gott sei Dank hat er sie genommen. Kann ich das auch nachladen? Oh, tu doch rein, Bruder. Ey, das kann doch nicht sein. Was für ein Müll. Was für ein Müll. Ah, jetzt kommt der rein. Guck. Ja, jetzt würde ich das Ding schon gegen die Wand werfen, ne? Na Mann, okay, durchsichtig. Jetzt? Ah. Nein! Das ist wieder rausgefallen, Dicker. So Post zugeschickt bekommen mit so Karten. Das hab ich auch gekriegt. Das hab ich auch bekommen. Bruder, wer kommt denn? Ey, das war die größte Frechheit, die es gibt. Das war die größte Frechheit. Pass auf, okay? Das war wirklich, wo ich mir dachte, was für einen krassen Disrespect kann man mir... Okay, ich bin unwichtig. Okay, keiner interessiert sich für mich. Kein Problem, ist kein Problem. Ich fühle mich gut auf meiner Position. Aber schick mir doch nicht so einen Shit, ja? Pass auf. Also, erstmal kam hier was an, okay? Ein Sticker-Album. Habe ich früher sowas gesammelt? Ja. War ich gehypt? Vielleicht. So, dabei waren auch alle Sticker. Da war das Album und diese Sticker. Pass auf. Ich blätter da durch, guck mir so die Leute an. Nico, Sascha, Monte, Knossi, alle. Tanzverbot, irgendwelche Mädels, die haben nie von gehört. Ich gucke und so. Und ich lese mir das Anschreiben durch. Meine Schwester sagt so, ja, da ist so ein Sticker-Album bekommen und so, sehr cool und so. Ich so, okay. Kein Problem. Ich lese mir so durch. Ja, wir wollten ja Sticker-Album schicken und so. Das lizenzierte Sticker-Album, mich hat niemand gefragt. Und stellt sich heraus, mich muss auch jemand fragen. Uns wird natürlich Support freuen und Posting und so. Und guck mal die Bilder durch, vielleicht bist du ja auch dabei. Nee, ich war nicht dabei. Nee, warum habt ihr mir den Müll dann geschickt? Ha? Warum habt ihr da reingeschrieben, ich soll danach gucken? Bin ich nicht so richtig? Es interessiert mich nicht, aber ihr müsst es mir halt auch nicht schicken, ne? Also nicht, dass es mich interessiert, aber warum schickt ihr mir das und schreibt in den Brief rein, dass ich danach schauen soll? Ich bin davon ausgegangen, meine Erwartungshaltung war, dass ich quasi in dem Sticker-Album bin. Ist nicht schlimm, dass also ihr vielleicht denkt, dass ich nicht so wichtig bin für YouTube Deutschland, ist also jedem das seine, aber... euch verkaufe ich auf jeden Fall keine Uhr. Und als ich mein Gesicht nicht gefunden habe, auf jeden Fall, das war die Geschichte zu dem Sticker-Album. Sehr tolle Geschichte. Hab Ruhe jetzt, Chat. Mag ich nicht. Geht so. Kenn ich nicht. Mag ich nicht. Was? Was hab ich dir getan? Ja, wenigstens hast du mit drin. Was los? Du dumme Schwein! Was ist denn los? Du weißt genau, was los ist! Geh in dich, wann das letzte Mal mein Gesicht irgendwo aufgetaucht ist. Achso, Alter, meinst du dieses hungrige Hugo, diesen Ausschnitt mit diesen Stickern? Weiter? Das ist das Einzige, was mir einfällt. Du weißt aber schon, dass er das falsch zusammengeschnitten hat. Ach, da gibt's ein Original? Sehr gute Leistung, ja. Also nach dem Ding ist auch eigentlich, oder? Wie will man das da schaffen, dich zu brechen? Ich glaube, das geht auch gar nicht, oder? Wer hatte denn die Zuschauer? Carsten oder diese Electrix? Nein, das ist dasselbe, Digga. Das sind dieselben, Bruder. Das war aber gerade, also das war, Digga, da wäre Carsten nicht zusammen, Digga. Die AP steht Marcel so gut. Zwei Hits? Okay. Lösch dich, Sascha, du Keck. Geil, Alter, der Profi. Kurz. Hast du einen kurzen? Natürlich. Ganz normal. Du hast einen kurzen, wie sagt Marcel? Kurz. Na gut, das ist natürlich wirklich, also das sagst du natürlich nur, wenn du wirklich bei der Geburt am Sauerstoffmangel gelitten hast. Wie kann man denn kurz? Was für kurz?
Wo lebst du denn? Baby got 'em open all over town. Hey, ich kann fahren, Bulli. Wunderbar! So, warum sind wir das nicht gelaufen? Hey! Als OBS-Browser-Source. Ich schicke dir den, am besten tust du den danach direkt, oder sag, gib mir Bescheid, dann lösche ich den danach wieder aus dem Chat, damit den keiner von uns leakt, weil den nicht zeigen am besten. Okay. So. Gatsching! Gatsching! Oh, wie schön das klingt! Yeah! Wunderbar, Jungs! Guck mich an! How could this happen to me? Ach Leute, das ist doch einfach Scheiße, Mann!